Die Leute sollen einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wie dein Name ist. Weil eigentlich echt? Bist du, wir sagen es diesmal nicht. Nee, wir sagen es diesmal einfach mal nicht und gucken, was passiert. Ne? Ja, also wie gesagt, schreibt unten mal den Namen von dem Kollegen hier rein. Wir halten natürlich das Namensschild jetzt mal zu. Ne? Und dann auflösen, dass man sieht? Nee, ne? Nein, ja, das passt schon. Wo sind wir jetzt eigentlich hier? Wir sind bei Lux Audio. Ja, das ist richtig, ne? Wir sind jetzt bei Lux Europe. Ja, okay. Es ist nämlich wichtig zu wissen, es gibt ein paar kleine Änderungen. Okay. Und zwar, Lux ist nicht mehr Lux, was es war, sondern okay. Es ist jetzt dann die Lux Europe GmbH. Okay. Das ist insofern interessant, weil wir werden, also B&K wird weiter Distributor sein und so weiter, mhm. aber wir werden eine eigenständige Firma mit Lux. Okay. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, ein großer Schritt. Definitiv. Wir werden auch zukünftig dann in Deutschland produzieren. Mhm. Das heißt, also ich habe ja mal gesagt, wir produzieren in China, mhm. ist auch alles bis jetzt so gewesen. Mhm. Das ist bloß Unsinn, die Lautsprecher alle von Italien nach China zu schicken, ja. dort zusammenzuschrauben, wieder zurück. Natürlich spielt ja. der Dollarkurs da auch mit, aber wir werden dann zukünftig in Deutschland produzieren. Das heißt, es wird eine Made in Germany Marke, wir werden noch ein paar kleine Änderungen vornehmen, aber es ist natürlich ein großer Schritt vorwärts, jetzt zu sagen, die Lux Europe GmbH entsteht, steht auch alleine für sich da. Und bedient zukünftig dann eben direkt alle wichtigen Kunden und so weiter. Also wir haben auch gerade, ich meine, du hast ja so ein bisschen mitgelinst. Ja, genau. Ich darf zwar nicht sagen, was, aber wir machen ein paar sehr, sehr große Dinge dann. Mhm. Ja, ich werde es dann erzählen, wenn es soweit genau, ist. Ja, dann machen wir, dann schicke ich dir nochmal eine Mail oder so, ein Memo oder sowas. Genau. So haben sie das Memo nicht gelesen. Ja, sowas. Aber es wird da viel Großes passieren. Okay. Und daher ist es jetzt ein großer Schritt jetzt auch hier auf der Messe. Wir haben wahnsinnig viel Zulauf. Mhm. Also es ist echt gut. Ich bin total glücklich. Ja. Wir haben diesen schicken neuen Katalog und so und ein paar neue Sachen hier stehen. Das Agility One ist endlich fertig. Halleluja. Hat ja dann doch nur 2 Jahre gedauert. Aber jetzt ist es da. Ja, kann man mal, geht manchmal ein bisschen. Jetzt ist es da. Und damit haben wir jetzt endlich das Entertainer-System fertig, aktiv, die 2 Tops, ein ja. Bass, alles schön, sogar mit Täschchen. Sollen wir direkt mal rübergehen zu dem System? Das steht hier vor der Tür. Ich habe ja einen Kameramann, das ist ja das Geile. Ja, das steht jetzt vor der Tür, jetzt habe ich euch gelegt. Ach so, ja, ja, toll. Können natürlich auch sehen. Ist aber viel einfacher, können wir uns gleich noch angucken. Ist ja. eigentlich hier U4. Hier und einer der Beste, da ist dann okay. die Endstufe drin. Ah, okay, alles klar. Gucken wir uns aber gleich vielleicht draußen ja. noch schnell an. Es gibt ansonsten noch ein bisschen was Neues, wir haben ja. ganz neue Bässe. Okay. Ich würde sagen, die fettesten, die ich bis jetzt gebaut hatte. Oh, voll fett. Ja, aber hallo. Da kommt wirklich was raus, das ist echt kräftig. Ja. Und wir haben eine neue Aktivserie, die ganz okay. interessant ist, nämlich dieses Ding hier. Ja, sollen wir mal kurz rübergehen? Da können wir rübergehen. Da können wir rübergehen. Das ist nicht so weit. Das ist diese hier. Das Schildchen steht, ist nur für große Leute. So, das ist die, ich halte das mal hier hin, dass ja. man sieht. Komm, ich halte das mal. Sehr gerne, davon, ne? sehr gerne. Das ist die TR-512A aus der TR-500-Serie. Vorteil ist, komplett aktiv. Okay. Da ist ein DSP drin, also man kann auch nichts einstellen, sie klingt gut so wie sie ist, aber die hat den Vorteil, die geht auf 45 Hertz runter. Boah, das bei ist schon, minus ja. 10, bei plus minus 3 auf 55. Das heißt, ich kriege hier eigentlich einen richtig geilen Full-Range-Sound raus, der auch mal tief gehen kann. Also kann man auch mal 2 alleine hinstellen oder sowas. Ja. Das heißt, also das ist neu, die Agility ist neu und wir haben einen ganz neuen Controller, okay. den Icon 8. Ganz neu, made in Germany, 4 in, 8 out, 2 AES EBU. Er kann AVB, Audio Streaming, er hat FIA-Filter, er gibt sogar Notch-Filter, man hat 10 Filter pro Eingang und Ausgang und er ist komplett netzwerksteuerbar. Das heißt, man kann übers Netzwerk zugreifen, auch über ein iPad-App, über ein Android-App, damit ja. die Leute sich nicht beschweren. Ja. Hallo an die wenigen Android-User, auch ihr sollt mal was bekommen. Also sprich, ist jetzt wirklich komplett schön zugreifbar, man kann sie alle kaskadieren, miteinander ja. steuern. Ist ein schönes Ding, wie gesagt, made in Germany und wir pushen natürlich immer noch den 3 Pro. Okay. Das findet man dann hier drüben. Wir können da, wir können da überall rüber gehen. Wir sind jetzt sowas von mobil, ne? Nee, ich wollte sagen, also der Kamera muss auch ein bisschen was tun hier. Richtig, richtig. Stellen wir uns noch auseinander, dass wir nicht Probleme kriegen. Genau. So, das ist dieses Teil hier, okay. der 3 Pro. Ja. Ist ein D-Intermodulator. Klar soweit? Ja, sicher. Ja, ja. Frag mich aber jetzt nicht, was das heißt. Ja, was heißt das denn? Hey, pass auf, wacht. Gibt ja harmonische Verzerrungen. Ja. Wenn du dein Signal durch ein Mischpult, durch ein DSP, durch eine Endstufe und so weiter schickst, da kommt immer mehr Scheiß dazu. Und dieses Gerät entfernt die harmonischen Verzerrungen. Es macht also ziemlich das Gegenteil von einem Exciter. Mhm. Vorteil ist, du kriegst ein viel klareres Signal. Nur noch die wichtige Information wird übertragen. Er rotiert auch die Phasen, damit die Lautstärken angepasst werden. Aber das eigentlich Interessante ist, und das ist für, sorry, die ganzen Diskotheken, Luis, dieses Ding ist das einzige Gerät, das ein Rechtecksignal verhindern kann. Okay. Rechtecksignal zerstört deinen Lautsprecher auch bei ja. kleiner Lautstärke. Völlig wurscht, wenn der DJ nichts hört, passiert das eben mal. Ja, dann haut es ja. alle Tops raus oder sowas. Dieses Gerät verhindert das. Das heißt, ein Rechtecksignal wird wieder zu einem Sinus.
Und das geht mit diesem Gerät. Deswegen ist es eigentlich nur zu empfehlen, das in jede Diskothek einzubauen, wenn euch eure Anlage was wert ist. Also kaufen, kaufen, kaufen. Das gilt ja sowieso. Ja. So ist das nämlich. Ja, ich würde sagen, hast du noch irgendwas Kleines, was du noch präsentieren möchtest? Wir können rausgehen und noch die Agility einmal kurz anfilmen oder so. Das können wir gleich noch irgendwie machen. Ne? Noch. Das gibt es dann ein zweites und ein drittes Video. Genau, wir machen das. Musst du sagen. Wir splitten das noch ein bisschen in zwei, drei Videos. Und wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, einfach unten in der Videobeschreibung schauen. Da habe ich euch nochmal einen Link natürlich zu Lux Europe eingefügt. Ja. Und wieder mal sage ich, practice and enjoy.